Dell bringt jetzt so eine schicke Notebook-Tablet-Kombi in den Handel, das XPS 12. Ist nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger, denn es soll 1837 Euro kosten. Ob das Gerät den Preis wert ist, wir haben es mal ins Testlabor geholt und prüfen das. Edel, dünn und sündhaft teuer, das XPS 12 ist ein typisches Notebook made by Dell. Das Gerät ist 12,6 Zoll groß und mit 1254 Gramm ausgesprochen leicht. Der Bildschirm ist per Magnetverschluss mit der Tastatureinheit verbunden, eine mechanische Verriegelung fehlt. Vorteil, die Tablet-Einheit lässt sich leicht abkoppeln. Nachteil, wer das Notebook durch die Gegend trägt, kann schnell das Display verlieren. Die Tablet-Einheit ist mit 790 Gramm zudem recht schwer. Zwei Thunderbolt-Anschlüsse im USB-C-Format hat Dell dem XPS 12 verpasst. Hier lassen sich Festplatten, USB-Sticks oder das Ladegerät anschließen. Ein Adapter für USB 3.0 liegt bei. Mit weiteren Adaptern fungieren die Thunderbolt-Buchsen auch als HDMI- oder Netzwerkanschluss. Dazu kommt ein Speicherkartenlesegerät für Micro-SDXC-Karten. Weitere Anschlussmöglichkeiten gibt es nicht. Einschalten, hochfahren, erster Eindruck, das Display ist richtig gut. Mit 3840x2160 Pixeln auf 23 cm Bilddiagonale zeigt es Fotos oder Filme mit satten Farben in voller 4K-Auflösung an. Die Bildwechsel erfolgen schlierenfrei in nur 11,4 Millisekunden. Das Display ist etwas anfällig für Reflexionen, Farbtreue und Kontrast aber sind ausgesprochen gut. Das Arbeitstempo bei Video- oder Fotobearbeitung ist hoch, dank eines aktuellen Prozessors aus Intels Skylake-Serie und 8 GB Arbeitsspeicher. Daten kann der Nutzer auf einer schnellen SSD mit 227 GB Speicher ablegen. Eine Festplatte und weitere Laufwerke gibt es nicht. Schade, die im Prozessor integrierte Grafikeinheit ist recht schwach. Aktuelle Spiele ruckeln deshalb über den Bildschirm. Fürs Spieletempo gab es von unseren Testern deshalb nur die magere Note 4,84. Etwas unbefriedigend ist auch die Akkulaufzeit. Beim normalen Arbeiten oder Videoschauen macht das Gerät nach 2,5 Stunden schlapp. Das ist höchstens akzeptabel. Gut hingegen die Qualität von Tastatur und Touchpad. Sie lassen sich komfortabel bedienen. Mit dem WLAN verbindet sich das XPS 12 im schnellen AC-Standard. Das Gerät ist permanent geräuschlos und erhitzt sich im Betrieb an der Unterseite kaum. Das Dell XPS 12 für 1837 Euro hat schon mal einen großartigen Bildschirm, der ist wirklich eine Wucht und die Verarbeitung ist auch klasse. Zum Spielen ist das Gerät nicht wirklich geeignet und die Akkulaufzeit von 2,5 Stunden, naja, die könnte auch besser sein. Aber wen das alles nicht stört und wer das nötige Kleingeld hat, der kann da schon zuschlagen. Schnäppchen ist es wie gesagt nicht.